Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zum Opening unserer Simsala EX Kollektion. Das komme ich allein nämlich mit einem Abra und einem Kadabra in Kombination mit einem ganz, ganz speziellen Holo-Effekt. Das Artwork kennt ihr schon aus dem Set, aber der Holo-Effekt ist auf jeden Fall ein anderer. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht hier etwas Schönes draus ziehen. Das Ganze kommt mit 4 Booster Packs vom Set Pokémon 151. Das aktuelle Special Set, sage ich mal. Und ich muss gerade mal die Codekarte hier rausholen. So, dann gucken wir uns die ganzen Hübschis mal an. So, Simsala EX vom Typ Psycho. Mit 310 KP und dem Gedankenstoß für 90 Schaden plus und 200 Farblosenergie. Dieser Attacke fügt für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Und die Dimensionshand 120 Schaden für 2x psychische Energie. Diese Attacke kann auch eingesetzt werden, wenn sich dieses Pokémon auf der Bank befindet. Tricky, tricky, sneaky, sneaky zusammen mit seinen Vorentwicklungen. Finde ich sehr cool. Schöne Box. Wenn man Simsala-Fan ist, kann man das auf jeden Fall machen. Und wir gucken rein, was wir Schönes ziehen in diesen Packs. Und wir starten mit einem Mankey. Mauzi, Bovai, Pipi, das Härteband, Nidorino, Kokowai, Ovai als Reverse. Ein! Alternative Art Quapuzzi und ich habe sehr auf diese Karte spekuliert, weil sie einfach so schön ist. Oh mein Gott. Die sieht echt richtig, richtig gut aus, ey. Und echt sogar noch besser als auf Bildern, das kann ich euch sagen. Und ein Arbok EX, weil wir das schon ein paar Mal hatten. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Aber wir haben endlich mal bei Gate to the Luck eine Alternative Art gezogen. Das freut mich sehr, denn ich möchte die Karte natürlich auch zeigen, wenn es sie schon gibt in diesen coolen Ausführungen. Und neben der Dratini, nicht Dratini, neben der Dragonier, ist das so mit meine Favorite, natürlich Turtok und sowas mit eingerechnet. Turtok wäre schon sehr cool, weil es einfach mein Lieblingsstock-Pokémon ist. Aber das ist schon mal, das geht schon mal gut los für diese Box, würde ich sagen. Und wir nehmen das zweite Pack. Vielleicht haben wir jetzt auch jetzt einfach so eine Hitbox, einfach jedes Pack was Gutes hat. Wir machen weiter mit Mauzi, Ovai, Pipi, Macholo, Bisaknosp, Lamus, Mashok, einem Reverse Hypno, einem Reverse Tangela, und einem Starmie als Holo. Und eine Kampfenergie als Holo. So, vorletztes Pack, dann kommt unser Glückspack. Es geht los mit Glumanda, Habitak, Rihon, Carpador, Lamus, Mashok, Yugong, ein Abra als Reverse, ein Ammonitas als Reverse und ein Holo Carbotops und eine Holo Feuerenergie. So, schauen wir mal, ob unser Glückspack wirklich Glück bringt. Wir gucken rein und starten mit einem Dodu, Tentacha, Radfratz, Schicki, der Radweg, Sichlor, Glutexo, ein Reverse Rasaf, ein Reverse Nidorina und ein Full Art Geowatz EX. Sehr cool, hatten wir auch schon.
Deswegen lese ich es jetzt auch nicht nochmal vor, aber in Full Art ist natürlich sehr, sehr cool. Das freut mich natürlich sehr. So. Eingetütet und eingesleeved. Und ich würde sagen, unsere Hits können sich sehen lassen. Das sind vielleicht nicht die tollsten Hits, aber auf jeden Fall eine Karte oder zwei Karten. Ja, doch, zwei Karten, die ich sehr gern haben wollte, weil Vollkarten sind sowieso immer cool. Und unsere Alternative Kapuze ist einfach schön. Also erstmal ganz ehrlich, ist einfach richtig schön. So, von daher, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Alles wie in der Beschreibung verlinkt. Das war's mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.